Die Unterrichtseinheit ist so gegliedert, dass ich zunächst ein paar grundlegende Bemerkungen machen werde. Dann werde ich anführen, welche Anweisungen, Java-Anweisungen uns schon aus dem Hamster-Modell bekannt sind. Und dann kommen eine Reihe von neuen Anweisungen, die wir dann uns im Detail anschauen werden. Es folgen einige Beispiele, die das alles verdeutlichen. Und zum Schluss, wie immer, eine kurze Zusammenfassung.